Unser Dealer sendet täglich seine Sicht der großen Welt. Perfekt gestylte Plastiklügen schenken uns den großen Rausch. Die Meinung gratis mitgeliefert, denken war noch nie so leicht. Und wir marschieren gleichgeschaltet, gleiches war noch nie so gleich. Nicht hören. Ihr seid so laut für mich. Was ihr wollt, fühle ich nicht. Stell mich nicht hinten an, denn niemand ist untertan. Kleb mir meinen Mund nicht mit Bubblegum zu. Wir machen uns auf den Weg, um mit den Gegnern, den Architekten und den Befürwortern des neuen Zuwanderungsgesetzes zu sprechen. Ein zentraler Punkt ist die Abschaffung der Kettenduldung. Wer länger als 18 Monate im Land geduldet wird, soll einen verfestigten Aufenthaltstitel bekommen. Die Duldung wird im Schnitt für jeweils 3 Monate erteilt. Die große Hoffnung, die zumindest aus unserer Sicht mit dem Zuwanderungsgesetz verbunden war. Bei den Politikern mag ich das einigen auch noch unterstellen, nicht allen, aber war tatsächlich, dass diese vielen, vielen Menschen pro Asyl schätzt, dass es über 230.000 in ganz Deutschland sind, die aus unterschiedlichsten Gründen nur geduldet da sind, wo die Abschiebung nur ausgesetzt ist und es ein immer noch temporärer Aufenthalt ist, die seit 10, 15, wir haben Fälle, da sind Leute 18 Jahre hier in Deutschland sind, dass die endlich erledigt werden. Und zwar in dem Sinne, dass, weil die Menschen nach 18 Jahren, glaube ich, muss ich, auch nach 10 Jahren nicht, muss sich keiner mehr fragen, ob diese Menschen faktisch integriert sind oder nicht. Sie sind das. Da sind Kinder geboren, die hier zu Hause sind. Das war unsere große Hoffnung, dass zumindest ein großer Teil dieser Fälle handelbar ist und dass die in legalen Aufenthalt kommen, dass die sich endlich hier zu Hause fühlen können, wo sie längst zu Hause sind, also ankommen dürfen. Ich lebe jetzt ungefähr fast seit 16 Jahren in Deutschland, bin als kleines Kind hergekommen, gehe zur Schule, mache mein Abi und ich möchte halt gerne in Deutschland bleiben. Ich kenne nichts anderes außer deutsche Gesetze und nicht die Gesetze von meinem Land. Wir haben das gehört im Jahr 2005, im Januar ungefähr, war so eine Anzeige von der Ausländerbehörde, dass wir jetzt einen Antrag machen dürfen für Aufenthaltserlaubnis. Also, dass wir wieder arbeiten dürfen, dass wir ein Bleiberecht in Deutschland bekommen, also dass es uns besser gehen wird. Flüchtlingsabwehr, darum geht es. Und diejenigen, die ankommen, kommen ohne ein Visum. Das heißt, sie kommen illegal. Und wer illegal einreist und nicht anerkannt wird als Flüchtling, der hat anschließend ein aufenthaltsrechtliches Problem. Punkt, Ende der Durchsage. So kann man es erstmal sehen. Und Deutschland hat so ein paar schöne rechtsstaatliche Instrumente. Eins davon ist die Duldung. Ein Wort, was wir in der Flüchtlingsszene sagen, geduldete Flüchtlinge. Die Ausländerbehörden sagen, geduldete Flüchtlinge gibt es nicht. Es gibt nur vollziehbar zur Ausreise verpflichtete Ausländer. Dass mit dem Zuwanderungsgesetz dieses Elend der Kettenduldungen abgeschafft wird, war eine der stärksten Intentionen von Rot-Grün, sich überhaupt an ein neues Gesetz zu begeben. Es ist uns versprochen worden, die Kettenduldung abzuschaffen. Das heißt, diejenigen, die aus den unterschiedlichsten Gründen seit 5 oder 10 Jahren und länger hier in Deutschland geduldet werden, und Duldung heißt eben kein rechtmäßiger Aufenthalt. Nach Willen des Gesetzgebers habe ich auf gepackten Koffern zu sitzen und sozusagen jeden Tag dafür zu sorgen, dass ich freiwillig ausreise. Die Kettenduldung sollte abgeschafft werden. Sie ist auch nicht das Instrument für einen Daueraufenthalt. Und genau das funktioniert nicht. Die Abschaffung der Kettenduldung war ein zentraler politischer Konsenspunkt. Das wollten wir parteiübergreifend regeln in diesem Gesetz. Und ich erwarte von der Praxis, dass dieser Wille des Gesetzgebers auch umgesetzt wird. Viele Hoffnungen, die wir in das Zuwanderungsgesetz gesetzt haben, insbesondere für die vielen geduldeten Flüchtlinge, die viele Jahre hier leben und endlich auf eine Integrationsperspektive warten, diese Hoffnung hat sich leider nicht erfüllt. Die Ansage von Otto Schily nach dem Gesetz, wir haben die Kettenduldung abgeschafft, wird leider durch die Praxis der Behörden, durch die Anwendungshinweise, die auch das Bundesinnenministerium herausgegeben hat,
Leider werden diese Hoffnungen für viele Familien, die ganz lange hier leben, nicht erfüllt und das müssen wir ändern. Wer ist denn alles geduldet? Zumindest diejenigen, die im Asylverfahren gescheitert sind, nach dem Ausländergesetz und lediglich aufgrund von konkreter Gefahr für Leib und Leben eine Duldung erhalten haben. Weil das war die Rechtsfolge, wenn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge oder ein Verwaltungsgericht gesagt hat, ja, hier liegt konkrete Gefahr für Leib und Leben vor, beispielsweise eine nicht zu behandelnde Krankheit, beispielsweise ein schweres Trauma. Dieser Personenkreis. Und wir dürfen diejenigen nicht vergessen, die in zum Teil unsäglichen Asylverfahren gescheitert sind. Deserteure, offene Bekenner ihres Glaubens, Frauen, die vergewaltigt worden sind, der Personenkreis, der minderjährig unbegleitet Eingereisten, die fast alle im Asylverfahren gescheitert sind, die werden geduldet bis zur Volljährigkeit. Studenten der Alanus-Kunsthochschule Bonn lesen Flüchtlingsschicksale. Lavanya Bösten liest für Bodo. Als ich das letzte Mal bei der Ausländerbehörde war, hat der Mann gesagt, ich soll zurück nach Afrika. Und ich habe gesagt, ich kann nicht zurück nach Afrika, wegen dem Problem, was ich im Kongo gehabt habe. Bei uns im Kongo ist es nicht so wie hier in Deutschland. Bei uns gibt es keine Demokratie. Wenn jemand ein Problem gemacht hat und er kommt wieder in den Kongo, ist die Polizei direkt dort am Flughafen. Und er kommt ins Gefängnis. Der hat keine Chance mehr zu leben. Ich wollte das erklären, der Ausländerbehörde. Aber dieser Mann hat gesagt, es gibt keine Chance. Du musst zurück nach Afrika. Du mit deinem Vater. So habe ich Angst gehabt. Und ich war beim Kirchenpfarrer und habe ihm alles erklärt, weil er hat mich gefragt, warum ich nicht nach Afrika zurück kann. Ich habe gesagt, wenn ich nach Afrika zurückgehe, bin ich tot. Bei uns ist es nicht wie hier in Deutschland. Das erste Mal hatte ich Probleme wegen meines Vaters. Mein Vater ist bereits vor 8 Jahren nach Deutschland geflohen. Er war politisch aktiv. Ich habe nicht bei meiner Mutter gelebt, weil meine Mutter kein Geld hatte. Meine Tante hatte ein bisschen Geld, weil ihr Ehemann Soldat war. Er hat Probleme gehabt mit der Politik. Als Präsident Kabila tot war, hat der Soldat gesagt, dass der Mann von meiner Tante in einer Gruppe war. Der Mann von meiner Tante ist weggegangen. Dann nachher kommt immer dieser Soldat. Er hat meine Tante ins Gefängnis gebracht, 2-mal. Und dann ist meine Tante auch weggelaufen. Sie hat gesagt, Bodo, ich kann nicht hierbleiben. Wenn ich hierbleibe, du weißt, was dann passiert. Und sie ist auch weggelaufen. Und so bin ich allein geblieben, zu Hause. Dann kommt der Soldat und hat mich auch ins Gefängnis gebracht. Also bei uns, der Soldat und die Polizei, kann alles machen. Er hat mich geschlagen und dann nachher hat der Soldat gesagt, sag, wenn du es sagst, geben wir dir Geld und Kleidung. Sag, wo deine Tante ist. Oder ich habe gesagt, ich weiß nicht. Als ich draußen war, hat einer von den Brüdern in der Kirche gesagt, das ist dein größtes Problem. Wenn du hier bleibst, hast du keine Chance mehr zu leben. Und er hat einen Kollegen am Flughafen. Er hat mit ihm gesprochen. Und der Mann hat mich hierher gebracht. Bei uns, wenn jemand ein Problem hat, kommt das Problem in die ganze Familie. Im Kongo habe ich gar keine Familie mehr. Mit der Tante habe ich keinen Kontakt mehr. Sie ist nach Angola gegangen. Wo sie lebt, weiß ich nicht. Ob sie immer noch in Angola ist, weiß ich nicht. Early Warning ist ein EU-finanziertes Kooperationsprojekt zwischen Deutschland, Finnland und Italien. Bei dem Projekt geht es darum,
Die unterschiedlichen Methoden in den einzelnen Ländern zu vergleichen, auf welche Art und Weise junge Flüchtlinge integriert werden, welche Arbeitsansätze existieren, welche guten Erfahrungen gemacht worden sind und auch welche schlechten Erfahrungen gemacht worden sind. Ein zusätzlicher Bereich ist, neue Ansätze zu entwickeln, Ideen zu entwickeln, welche Möglichkeiten es gibt, jungen Flüchtlingen den Einstieg und das Ankommen im jeweiligen Gastland zu erleichtern und zu ermöglichen, damit sie in dem Bereich keine Probleme haben und in der Folge davon keine Probleme machen. Ein Teilbereich des Projektes in Deutschland, das von der RAA Hauptstadt Nordrhein-Westfalen getragen wird, ist ein Radioprojekt. In dem Radioprojekt wird jungen Flüchtlingen die Möglichkeit gegeben, über das Medium Bürgerfunk das Radio zu nutzen, um auf ihre eigene Situation aufmerksam zu machen, Themen anzusprechen, die sie interessieren, die sie aktuell bewegen, und dabei eine relativ hohe Anzahl von Zuhörern zu erreichen. Der Deutsche ist nicht so faul zum Arbeiten und ist nicht dumm. Aber das, viele Flüchtlinge, die jetzt abgeschoben werden, das sind keine Flüchtlinge, das sind Simulanten, sind das. Das sind Wohlstandsflüchtlinge, die kommen her, die wollen sich hier messen und dann schön Wetter machen, arbeiten, no, nix verstehe, und die sind 40 Jahre in Deutschland, ich nix verstehe, also solche Leute, da bin ich nicht dafür, dass die hier durchgeschleppt werden. Die sollte man abschieben. Generell, die nur auf die linke Tour und überwiegend mit der Polizei, mit dem Gesetz, im Konflikt und. Arbeit, wenn sie das Wort Arbeit hören, dann kriegen sie einen Schlaganfall. Also da sind sie allergisch gegen, solche Leute soll man abschieben. Typisch Rentner, die nur über Vorurteile diskutieren und kein Wissen haben, was Migranten betrifft. Haben Flüchtlinge einen gesicherten Aufenthaltsstatus, die sich an diesem Projekt beteiligen? Nein, es ist so, dass die Flüchtlinge keinen gesicherten Aufenthaltsstatus haben, sondern alle in der Situation sind, eine Duldung zu haben. Es ist so, dass sich die Situation für die Jugendlichen darstellt, dass sie nicht wissen, ob sie in der nächsten Woche noch da sind, dass sie nicht wissen, ob sie mit dem Schulabschluss, auf den sie hinarbeiten, überhaupt irgendwas anfangen können oder ob sie eine Zukunft mit einem Partner überhaupt verwirklichen können, den sie hier kennenlernen, weil sie nicht wissen, wie ihre persönliche Zukunft in diesem Land ist. Die Duldung ist kein Status, von dem der etwas mit Würde eines Menschen zu tun hat. Das ist sozusagen eine Fortsetzung einer Halblegalität. Und wir wollten, wenn es Hinderungsgründe gibt, Abschiebungshindernisse gibt, die sich immer wieder sozusagen wiederholen, wo auch klar ist, dass die objektiv sind, dass die auch subjektiv mit der Person etwas zu tun haben, dass diese Person nicht zurückkehren kann, weil es Gründe gibt, dann war das Ziel dieses Zuwanderungsgesetzes, dass es Daueraufenthaltstitel gibt. Kettenduldungen sind eine Seuche, das haben wir abschaffen wollen, zu einem wesentlichen Teil jedenfalls abschaffen wollen. Und wenn das nicht funktioniert, so wie wir es gewollt haben, dann werden wir als Gesetzgeber erneut tätig werden. Ich möchte nicht, dass sozusagen die Praxis das auf den Kopf stellt, was wir als Politiker im Gesetzgebungsverfahren nach langen Jahren und Monaten der Konsensbildung auf die Reihe bekommen haben. Die Praxis jetzt ist im Grunde genommen weitgehend eine Enttäuschung, weil sich in den Beratungsstellen herausstellt, welche Probleme es gibt mit der Kettenduldung. Und welche Probleme es auch im Hinblick auf die Arbeitserlaubnis gibt und welche Probleme es gibt, zum Beispiel eine Berufsausbildung oder aber einen therapeutischen Prozess abzuschließen und dafür entsprechende Aufenthaltsverlängerungen zu bekommen. Das wird also von den Fachleuten, mit denen ich zu tun habe, immer wieder deutlich beklagt und als eine Verschlechterung der Situation gegenüber früher angesehen. Wir besuchen den Flüchtlingsrat auf dem Gelände des Weltkulturerbes Zeche Zollverein. Der Flüchtlingsrat Nordrhein-Westfalen versteht sich als landesweite Interessenvertretung von Flüchtlingen in diesem Land. Schwerpunkt ist die Beratung und Vernetzung lokaler Flüchtlingsräte und Initiativen in Städten und Gemeinden, Öffentlichkeitsarbeit für Flüchtlingsfragen sowie die Bildung einer Lobby für Flüchtlinge gehört zu den zentralen Aufgaben der Organisation. Wir sind leider keine große Bewegung mehr, das muss man sagen. Wir erleben auch, dass wenig neue Leute kommen, sondern dass die, die dabei sind, eben auch schon seit
10 Jahren und länger dabei sind. Aber es ist einfach nicht mehr so dieses gesellschaftliche Klima, engagiert euch für Flüchtlinge, wie wir das Ende der 80er Jahre noch hatten. Anfang der 90er Jahre, das war eine andere Stimmung, das war eine andere Aufbruchstimmung im Land. Jetzt ist einfach mehr Eiszeit angesagt. Man kann im Grunde nur noch Feuerwehr spielen, das Schlimmste verhüten, versuchen Sand ins Getriebe zu streuen, aber es ist wenig Gestaltungsspielraum da. Und das frustriert natürlich auch viele und schreckt auch ab. Es ist einfach auch schwer für diese sehr belastende Arbeit kontinuierlich auch Mitarbeiter zu finden. Und während sich die Bundespolitiker so ihre Gedanken machen, warum ihr neues Gesetz nicht greifen will, werden in den Räumen des Flüchtlingsrates Berater und Engagierte geschult. Mit den persönlichen Kontakten zu den Flüchtlingen haben sie nun die menschlich schwierige Aufgabe, den Migranten zu erklären und zu begründen, dass weiterhin die Abschiebung ihre Perspektive ist. Melanie Schwind liest für den Kaufmann Erjan. Ich bin Roma aus dem Kosovo und 24 Jahre alt. Seit 1993 lebe ich mit meiner Familie in Deutschland. Nach meinem Hauptschulabschluss habe ich die Fachoberschulreife gemacht. Dann durfte ich sogar eine Ausbildung zum Kaufmann machen. Ich hatte Glück. Als stellvertretender Filialleiter hatte ich einen unbefristeten Arbeitsvertrag schon fast in der Tasche. Da bekam ich meine Duldung nur noch für einen Monat verlängert. Ich sollte mir Passpapiere besorgen. Man setzte mich unter Druck. Ein neues Gesetz war in Kraft getreten. Es hatte nun das Ausländeramt zu entscheiden, ob ich arbeiten darf oder nicht. Fast hätte ich alles verloren. Dann haben sich jedoch viele Menschen für mich eingesetzt. Jetzt im Moment ist alles wieder gut. Ich hatte wieder Glück. Wie lange wohl noch? Ich bin geduldet seit 12 Jahren. Warum die Ausländerbehörden im Moment die Arbeitserlaubnis nicht verlängern in vielen Fällen? Das hat meines Erachtens zwei Gründe. Zum einen dieses unselige One-Stop-Government-Verfahren. Das heißt, ich gehe zur Ausländerbehörde, guten Tag, ich habe einen Job, darf ich den weitermachen? Dann sagt die Ausländerbehörde, nehmen Sie mal eben Platz, ich nehme Kontakt mit der Bundesagentur für Arbeit auf. Die Bundesagentur sagt, wir sind im Moment überlastet, rufen Sie mich in 14 Tagen wieder an. Das ist die eine Variante. Schon bin ich raus aus der Arbeit. Wenn die Bundesagentur prüft und die Vorrangprüfung macht, um zu sehen, ob ein Deutscher, ein EU-Ausländer oder sonstiger bevorrechtigter Ausländer diese Stelle übernehmen kann, auch da vergeht Zeit. Das heißt, die Ausländerbehörde schickt den erstmal wieder nach Hause und sagt, kommen Sie mal in 14 Tagen wieder. Dann kommt der Mensch wieder und die Bundesagentur hat zugestimmt. Dann muss aber immer noch die Ausländerbehörde prüfen, ob es gemäß der Beschäftigungsverfahrensverordnung, § 11, ob es ein Hindernis für die Erteilung gibt. Gruppen, die von diesem Arbeitsverbot betroffen sind, bei denen also die Ausländerbehörde selbst zu vertretende Abschiebungshindernisse vermutet, sind zum Beispiel diejenigen, die keinen Pass haben und sich nach Ansicht der Ausländerbehörde auch nicht ausreichend um einen Pass bemühen. Man kann sich das vorstellen, zum Beispiel Iraner haben oft keinen Pass, haben ein Asylverfahren abgelehnt oder das Asylverfahren derjenigen ist abgelehnt worden. Jetzt sind sie geduldet, haben keinen Pass und können deswegen nicht abgeschoben werden. Sie müssten zur Botschaft gehen, sich um einen Pass bemühen, nur die Konsequenz wäre, mit diesem Pass würden sie definitiv abgeschoben. Das heißt, die betroffenen Flüchtlinge haben die Wahl zwischen Pest und Cholera. Entweder besorgen sie sich einen Pass, dann werden sie abgeschoben, oder sie besorgen sich keinen Pass, dann dürfen sie nicht arbeiten. Sie werden also quasi ausgehungert. In den ersten Wochen hatten wir tatsächlich den Effekt, dass Dutzende Menschen, die teilweise seit 10 Jahren in Arbeit waren, wo der Arbeitgeber am Telefon war oder sogar mit hier in die Beratungsstelle kam und sagte, das geht nicht, der soll hier weiterarbeiten und jetzt hat er diesen Stempel im Pass, Arbeitsaufnahme nicht gestattet. Was soll das? Was hat sich verändert? Ich denke, das Aufenthaltsgesetz macht es besser. Konnten wir auch einem Arbeitgeber nicht erklären. Das ist... Also ich möchte jetzt nicht zu sehr auf Politik schimpfen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten, die das beschlossen haben, nicht wussten, was sie tun.
Alle diejenigen, die früher Arbeit hatten, sollen sich nicht verschlechtern. Mhm. Und auch hier habe ich den Eindruck, dass es so eine Art Rolle rückwärts gibt. Mhm. Ja? Dass wir inzwischen den Entzug der Arbeitserlaubnis bei Menschen haben, die lange Zeit hier gearbeitet haben. Was das für einen Sinn macht, erschließt sich mir nicht. Denn Menschen, die bislang ihren Lebensunterhalt selber bezahlt haben, durch eigene Arbeit, werden in Zukunft von Sozialleistungen leben müssen. Das ist rausgeschmissenes Geld, Steuergelder, die ohnehin knapp sind. Warum lassen wir die Leute nicht arbeiten, wo sie lange Zeit einen Arbeitsplatz gehabt haben, ohne dass sie deswegen einen Deutschen einen Arbeitsplatz weggenommen hätten? Welcher Sinn hatte denn dieses One-Stop-Government? Das ist an sich eine vernünftige Sache, zu der ich nach wie vor stehe, dass wichtige ausländerrechtliche Entscheidungen aus einer Hand kommen und nicht unsere ausländischen Bürger von Behörde zu Behörde geschickt werden. Dass also die Ausländerbehörde heute die Arbeitsgenehmigung auch entscheidet, halte ich für völlig richtig. Früher war das so, dass das die Arbeitsverwaltung gemacht hat. Heute ist das alles in einer Hand, eine Behörde. Und das bedeutet kürzere Wege, schnellere Entscheidungen und an sich eine korrekte Sache. Da bin ich schon der Auffassung, das ist eine wichtige Reform. Davon sind wir auch ausgegangen und haben bei den Ausländerämtern nachgefragt, die uns dann aber gesagt haben, dass sie praktisch vorgeschaltet sind, aber die Ausländerbehörde muss danach die Arbeitsagentur für Arbeit trotzdem noch ansprechen. Gut. Also im Prinzip sind beteiligt. Sie im Moment nur vorgeschaltet. Nein, also es ist so, dass früher kam die Behörde, kam die Genehmigung ausdrücklich vom Arbeitsamt. Heute kommt die Genehmigung für die Aufnahme von Arbeit vom Ausländeramt. Das Ausländeramt muss aber die Arbeitsverwaltung, die Bundesagentur beteiligen. Ja, das heißt, da wird dann mal ein Antrag rübergeschoben, dann kriegt man den zurück. Aber die Entscheidung, die verbindliche Entscheidung kommt vom Ausländeramt. So sorry, I'm sorry, so sorry. Leider ist es oft im Leben so, es gibt weniger Verbündete als Gegner. Deswegen fange ich an und schwinge meine Feder. Erhebe mich zum größten Redner, sage jeder hat und macht Fehler. Jeder lässt es außer Acht. Jedem ist egal, was der andere gerade macht. Jeder fährt seinen Film, bis es dann am Ende kracht. Ich sag Macht, Bier und Korruption sitzen dann viel zu oft in einer Kommission. So viel Schlechtes sind die Menschen zwar gewohnt, doch ihr kennt das schon. Dann folgt Hass und Aggression. Und wenn man dann mal helfen will, ist Undank auf der Welt ein Lohn. Und wenn du denkst, dir geht es schlecht, mach dir erst bewusst, dass in vielen anderen Köpfen noch größere Probleme wohnen. Weil das Recht dieser Welt sich nicht die Waage wiegt, denn stand dieses Klagelied. So sorry. I'm sorry. Der Oberbürgermeister in Essen hat bei seiner Antrittsrede im Herbst versprochen, die Situation der staatenlosen Libanesen nicht weiter hinzunehmen. Er versprach eine positive Lösung. Also zuerst mal muss ich mich entschuldigen dafür, dass ihr einen Film schauen wolltet. Und jetzt statt dem schönen Film über eine unerfreuliche Geschichte diskutieren müsst. Entwicklung bei den Fällen der Ungeklärten aus dem Libanon, nenne ich sie mal, war ja im Oktober relativ positiv. Werdet euch erinnern, dass der Oberbürgermeister in seiner Antrittsrede im Oktober da angekündigt hat, ist jetzt auch in der Presse abgedruckt worden, nochmal im Wortlaut, man wolle es nicht mehr hinnehmen, dass Kinder, die hier aufgewachsen sind, sich nichts haben zu Schulden kommen lassen, integriert sind, nur deshalb abgeschoben werden sollen aus formalen Gründen oder weil die Eltern mal einen Fehler gemacht haben. Und mag der 18 Jahre oder 20 Jahre zurückliegen, dann haften nicht nur die Eltern, sondern auch die Kinder, auch wenn sie hier Jahre später geboren sind. Es gibt diese Arbeitsgruppe, die nichts anders tut in der Ausländerbehörde, als irgendwelche Querverbindungen aufzufinden zwischen verschiedenen Familien, Großfamilien, die recherchiert in Syrien, in der Türkei, im Libanon, die Stammbäume generiert, die Haftbefehle erwirkt bzw. DNA-Analysen erwirkt und da versucht, irgendwelche Querverbindungen rauszufinden. Das ist also meines Erachtens das genaue Gegenteil dessen, was der Oberbürgermeister politisch verkündet hat.
Im praktischen Fall, der letzte Woche sich abgespielt hat, hat sich das dann sofort auch geäußert. Am 12. April ist die Familie abgeschoben worden, also nicht die gesamte Familie, weil die zufällig nicht zu Hause waren. Bei der Durchsuchung der Wohnung ist ein Durchsuchungsbefehl auf den Tisch gelegt worden, der vom 5. April datiert, den der Essener Haftrichter am 5. April unterschrieben hat, in dem schon drin stand, dass die Durchsuchung der Wohnung gestattet wird, weil die Familie am 12. abgeschoben werden soll. Das heißt, am 1. April hat das OVG die Entscheidung gemacht. Am 5. April stand schon der Abschiebetermin fest. Das heißt, es sind 3 Tage dazwischen, 2., 3. und 4., an dem man möglicherweise hätte die Härtefallkommission anrufen können, was ich aber auch mir jetzt nicht mehr vorstellen kann, weil der Abschiebetermin ist sicherlich nicht erst am 5. dann bekannt gewesen, sondern sehr wahrscheinlich schon am 1. oder am 2. Zu den Einzelheiten der jetzigen Abschiebung. Es ist in der Presse als Antwort auf den Artikeln die Rede gewesen von Straftätern und Sozialhilfeempfängern. Das ist schlicht gelogen. Es ist also, es gab keinerlei Verurteilung in dem Zusammenhang. Es ist jemand abgeschoben worden, der selbstständig ist, ein kleines Gewerbe betreibt, der einen Beschäftigten hat, der am Tage der Abschiebung dann alleine in der Firma stand und nicht wusste, was er nun tun soll, weil der Chef im Flugzeug sitzt. Die Familie ist seit 88 hier, also seit 17 Jahren, und die meisten Kinder sind hier geboren. Der jetzt Abgeschobene ist mit 4 Jahren hergekommen und der andere mit 7. An sich glasklare Sache für eine humanitäre Entscheidung und für ein Bleiberecht. Deswegen fange ich an und entschuldige mich. Ich weiß noch nicht genau, wer der Schuldige ist. Ich entschuldige mich für den schlechten Teil der Menschheit. Bei manchen von euch ist es nämlich fraglich, ob ihr wirklich Mensch seid. Dabei gibt es so viel Armut und Leid in unserer Zeit. So viele Menschen wissen noch nicht Bescheid, sind noch nicht bereit. Es tut mir so leid, wenn mein Herz nach einer Lösung schreit. Doch ich sehe, der Weg ist noch weit. Und falls es euch interessiert, wird bei uns schon diskutiert zwischen Ethik und Moral. Derzeit erliegen andere Menschen ihrer Qual. Verdammt nochmal, dabei könnte man was ändern anhand der Wahl von Entscheidung und Priorität. Denn mein Denken strebt nach einer Welt, die sich dreht, in der keine Hungersnot besteht. Richard Schnell liest die Geschichte des 18-jährigen Babusch. Wir kommen aus Belgrad, der Hauptstadt von Serbien. Mein Vater war Filialleiter in einem Großhandel mit 16 Angestellten. Wir hatten bis dahin eigentlich ein ganz normales Leben geführt. Und es war eben so, dass meinem Vater gekündigt wurde, ohne Grund. Eine Woche später bekam er die Einberufung zur Bundeswehr. Alle Roma, die bei uns in der Gegend wohnten, bekamen diese Einberufung. Im Falle eines Krieges wären sie als erstes an der Front. Da wir für uns keine Möglichkeit sahen, ein Leben weiterzuführen, beschlossen wir, nach Deutschland zu flüchten. Als wir in Deutschland ankamen, dachten wir, dass wir eben für eine gewisse Zeit hier wohnen würden, bis sich die Situation in Jugoslawien wieder ein bisschen stabilisieren würde, dass wir dorthin zurückkehren können. Doch seitdem sind nun 14 Jahre vergangen. Seit 1996 leben wir mit Duldung hier. Mein Vater hat über 20 Arbeitsstellen gefunden, aber jedes Mal ist die Arbeitserlaubnis abgelehnt worden. Man kann sich vorstellen, dass mein Vater noch jung war, als er herkam, sich etwas aufbauen wollte. Und jetzt
hatte 14 Jahre lang nicht gearbeitet. Er ist heute 39 und körperlich, seelisch kaputt. Weil er keinen geregelten Tagesablauf hat, fühlt er sich wie ein 60-Jähriger. Ich will was machen, wieso darf ich nicht? Ich nenne das, was in Deutschland erlaubt ist, eine Art offenes Gefängnis. Es gibt eine sogenannte Residenzpflicht, die eben sagt, bis dahin und nicht mehr. Es gibt Landkreise, wo man sich zu befinden hat. Wenn man die Straße überquert, ist man in einer anderen Stadt. Das heißt, eine Straße entscheidet über die Residenzpflicht. Auf der einen Seite ist ein Kiosk und natürlich gehen jeden Tag die Leute rüber, kaufen sich eine Zeitung, die Kinder kaufen Kaugummi. Also sage ich der Polizei, wieso stellen Sie sich da nicht jeden Tag hin und verhaften die Kinder? Die brechen doch ihre Residenzpflicht. Ich bin Roma. Meine Muttersprache ist Romanes. Ich beherrsche die serbische Sprache nicht, weil ich sie nie gelernt habe. Ich bin nach Deutschland gekommen, habe mich mit meinen Eltern auf Romanes unterhalten und bin in die Schule gekommen und habe Deutsch gelernt. Ich kenne Serbien nicht. Ich weiß nicht, was mich dort erwartet. Eigentlich weiß ich schon, was mich dort erwartet. Und gerade das macht mir Angst. Ich habe dort kein Fundament, keine Basis, um dort irgendwas für mich aufzubauen. Ich fühle mich als Deutscher. Und für mich ist es so, als ob ich von meinem Land aus in ein anderes Land flüchten muss. Ich dachte, es ist menschlich. Es ist doch selbstverständlich, dass Leute, die so lange hier leben, die normal leben, einfach hier bleiben können. Die Rückkehr beispielsweise der Roma nach Serbien, Montenegro, bedeutet Leben auf der Müllkippe. Das heißt, das, was man hier ihnen antut, ist immer noch besser als das, was sie in ihren Herkunftsländern oder Herkunftsregionen erwartet. Das ist ein Abwägungsprozess. Und dazu kommt, dass viele ja die letzten 10, 15 Jahre hier gelebt haben, die Kinder hier geboren sind, dass die Umgangssprache Deutsch oder Romanes bei den Roma ist, aber keinesfalls Serbokroatisch. Alles Hintergründe, natürlich auch, dass es hier eine Krankenversorgung im Krankheitsfall gibt, wo ein Roma in Belgrad keine Chance drauf hat. Auch ein Roma im Kosovo hat keine Chance drauf. Und die Frage, gerade bei den Roma habe ich noch eine sehr persönliche Anmerkung, die man heute gar nicht mehr hören will. Aber das ist ein Volk, was nirgendwo willkommen ist. Es ist ein friedliches Volk, was noch nie einen Krieg begonnen oder in einen Krieg verwickelt war, sondern Roma waren immer Opfer und sie gehören mit zu den geleugneten Opfern des Holocaustes. Und von daher gibt es auch eine historische Verantwortung, über die heute sowieso niemand in Deutschland nachdenkt, auf Seiten der Politik, dass man selbstverständlich ein Roma nicht abschieben kann. Das ist meine persönliche Auffassung. Ich möchte wirklich sehen, wie die Öffentlichkeit reagiert, wenn man einen Juden aus Deutschland abschieben würde, weil er hier kein Aufenthaltsrecht hat. Das möchte ich ernsthaft erleben und die Diskussion würde mich freuen, weil wir haben dort eine Sensibilität aufgrund der historischen Verantwortung, die Deutschland hat, die ich wirklich begrüße, aber es ist mir völlig unverständlich, dass beim Volk der Roma, weil sie halt so unbequem und laut sind, warum das da komplett versagt, warum wir da unsere historische Verantwortung nicht wahrnehmen. Wir begeben uns zum Rom e.V. nach Köln. Der Verein setzt sich auf politischer, kultureller und auf sozialer Ebene für die Belange der hier in Deutschland lebenden Roma ein. Auch 60 Jahre nach Kriegsende scheint die Situation der Roma den deutschen Verantwortlichen weder im Bewusstsein zu sein, noch am Herzen zu liegen. Wir sind hier im Westen von Köln, in dem Stadtteil Bickendorf, an der Ausfallstraße, Fenlorstraße. Und hier ist die Gedenktafel für Sinti und Roma, die seit 1935 auf dem sogenannten Schwarz-Weiß-Platz gesammelt wurden. Sie wurden aus ihren Wohnungen, Häusern herausgeholt. Die ganzen Familien konnten kaum was mitnehmen. Und von hier aus wurden sie dann abtransportiert
zum Deutzer Bahnhof. Wir stehen hier vor einer Gedenktafel, die folgende Aufschrift hat. An dieser Stelle war der Aufgang zum Bahnhof Deutz-Tief. Von hier aus wurden 1940-41 mehr als 1500 Sinti und Roma und seit 1941 über 11.000 Juden in Konzentrationslager deportiert. Zudem wurden die Häftlinge des Messelagers Deutz, das sieht man da drüben noch heute, wo der Platz war, hier an- und abtransportiert. Über diese Treppe gingen viele Menschen in den Tod. Mit dieser Gedenktafel möchte man daran erinnern, welche Gräueltaten während des Naziregimes gerade auch mitten in Köln möglich waren. Und die Sinti und Roma wurden damals in den Tod getrieben. Und es ist heute die Frage, wie man mit ihnen verfährt, wenn man sie auch wieder aus unserem Land in die Obdachlosigkeit abschiebt. Die Rücknahme der Flüchtlinge wurde über Jahre vom Herkunftsland verweigert. Bei den vielen Abschiebungen jetzt spielt die Aufenthaltsdauer keine Rolle. Die Leute kommen und die Leute haben Angst. Ich glaube, es läuft darauf raus, dass möglichst sortiert wird über das neue Zuwanderungsgesetz und nur wenige eine Aufenthaltserlaubnis bekommen und die meisten in ihrer Duldung stecken bleiben, auch wenn es nicht mehr Duldung heißen soll, wie es bisher auch war. Ja, und in so einer Situation stecken dann Familien, die zum Teil schon 17, 19 Jahre hier sind, die Kinder haben, wo die Kinder in die Schule gehen, wo, die sitzen da und warten eigentlich täglich auf Abschiebung. Das Ganze alleine macht schon krank. Viele der hier geduldeten Menschen sind ja Roma aus Serbien, Montenegro und aus dem Kosovo. Glauben Sie, dass wenn diese Menschen keine Roma, sondern jüdische Flüchtlinge wären, dass die Umgehensweise vom Duldungsstatus jetzt über die Jahre hinweg bis zu der jetzigen Abschiebepraxis möglich gewesen wäre? Ich bin mit dieser Frage noch nie konfrontiert gewesen. Es ist auch eine sehr spekulative Frage. Aber das, was dahinter mitschwingt, da würde ich schon sagen, die Schatten der Geschichte sind lang. Wir haben eine ganz besondere Verantwortung, gerade im Hinblick auf das Judentum in Deutschland, gerade weil von Deutschen und im deutschen Namen mehrere Millionen jüdische Bürger ermordet worden sind. Wir haben jüdische Einwanderung aus Russland, und zwar in durchaus beachtlichem Umfange. Sie haben schon recht, wenn diejenigen, die aus dem Kosovo zu uns gekommen wären, jüdische Bürger wären, würden sie ausländerrechtlich vermutlich anders hier aufgenommen werden. Andrea Fischedick liest für eine Mutter aus dem Kosovo. Ich wurde in Serbien geboren, mein Mann im Kosovo. Wir gehören der Volksgruppe der Roma an und lernten uns im Kosovo kennen, wo wir auch zusammen in einem eigenen Haus lebten, welches inzwischen durch den Krieg verbrannt ist. In dem Viertel lebten alle friedlich zusammen, Albaner, Serben, Roma, bis der Krieg kam. Mein Mann ist Musiker. Er spielt Akkordeon und hat damit den Lebensunterhalt unserer Familie bestritten. Eines Nachts kamen albanische Leute, um meinen Mann dazu zu zwingen, auf ihrer Seite im Krieg zu kämpfen. Eine serbische Nachbarin hat darauf die Polizei gerufen, weil sie gesehen hat, wie albanische Leute in unser Haus gegangen sind. Sie dachte, wir machen gemeinsame Sache mit den Albanern. Mein Mann war 2 Tage im Gefängnis. Er wurde von der Polizei gefragt, warum er in diesem Krieg auf der Seite der Albaner sei. Er hat der serbischen Polizei erklärt, dass die Albaner ihn dazu zwingen wollten. Als er sich weigerte, wurde die ganze Familie mit dem Tod bedroht.
Er jedoch wollte keinen Krieg und weder auf der serbischen noch auf der albanischen Seite kämpfen. Ich hatte große Angst, sowohl vor den albanischen als auch vor den serbischen Leuten. Deshalb bin ich mit den Kindern einfach weg aus Jugoslawien. Im August 1990 bin ich mit meinen Kindern per Anhalter in einem LKW versteckt nach Deutschland gefahren. 1999 wurde unser Asylantrag nach 9 Jahren abgelehnt. Dann bekamen wir eine Duldung. Wir fanden eine Anstellung bei einer Reinigungsfirma, für die wir ca. 8 Monate arbeiteten. Als wir 2001 eine Aufenthaltsverlängerung beantragen wollten, teilte uns die Ausländerbehörde mit, dass wir in den Kosovo zurückkehren müssen. Aus Angst vor polizeilicher Abschiebung 2001 flohen wir mit einem PKW und Schiff nach Schweden. In Schweden stellten wir einen Asylantrag, lebten in einer kleinen Wohnung und bekamen Sozialhilfe. Die Ausländerbehörde in Schweden hat uns darüber informiert, dass Deutschland uns sucht und wir dorthin zurück müssen. Wir sind aber nicht nach Deutschland zurückgegangen. Aus Angst vor polizeilicher Abschiebung in den Kosovo. 2002 reisten wir als Mitfahrer in einem Minibus zurück nach Kosovo. Unsere Heimatstadt war zerstört. Viele Aschkali und Roma waren tot. Die meisten überlebenden Roma waren geflüchtet. Unser altes Haus war zerstört. Wir haben eine leere, kaputte Wohnung gefunden, die wir notdürftig repariert haben. Strom gab es nicht. Mein Mann verdiente Geld mit Musizieren in einer Kneipe. Ich versorgte die Kinder. Eines Abends, als mein Mann arbeiten war, stürmten maskierte Männer durch die kaputte Wohnungstür. Ich konnte noch meine kleine Tochter Susanna unter dem Bett verstecken. Die Männer wollten Geld von mir. Weil wir so lange in Deutschland waren, müssten wir doch Geld haben. Die Männer bedrohten uns. Sie schlugen meinen 15-jährigen Sohn, meine 18-jährige Tochter und ich wurden vergewaltigt. Mein Sohn wollte uns zu Hilfe kommen und wurde mit einem Schlagring zusammengeschlagen. Meine kleine Susanna saß unter dem Bett versteckt und musste alles mit ansehen. Die albanischen Männer sagten mir, ich soll meinem Mann ausrichten, er solle das Geld bereithalten. Tagelang versteckten wir uns im Keller eines Freundes. Dieser Freund hat uns die Rückreise mit dem Auto nach Deutschland ermöglicht. Seit November 2002 sind wir wieder in Deutschland. Die Sozialhilfe wurde abgelehnt, weil das Sozialamt uns unterstellte, lediglich nach Deutschland zurückgekommen zu sein, um Sozialhilfe zu erschleichen. Durch die Unterstützung einer Beratungsstelle bekommen wir seit dem Jahr 2003 wieder Sozialhilfe. Wir sind geduldet und wieder von der Abschiebung bedroht. Ich habe Vertrauen in eine liebe Beraterin und habe jetzt die Geschichte erzählt. Ich bin Muslime, eine Geschändete, ich und auch meine Tochter. So sorry, I'm sorry, I'm sorry. Könnte es nicht einfach allen Menschen gleich gut gehen, dann könnte man gemeinsam voller Hoffnung in die Zukunft sehen. Es ist nicht an der Zeit, sich zurückzulehnen. Auch wenn's dir gut geht, mach's dir nicht bequem. Es muss noch weit nach vorne gehen, das musst du dir eingestehen. Ich sag sorry, wenn ich sehe, dass sich feine Leute täglich Hunger servieren. Sorry, wenn ich sehe, dass arme Leute täglich an Hunger krepieren. Sorry, wenn ich sehe, dass bei so vielen anstatt Freude nur noch Kummer regiert. Sorry, dass ich nicht verstehe. Doch anscheinend sind die Führer dieser Welt an dem Wohl unserer Kinder minder interessiert. Und so frage ich, könnt ihr euch entsinnen? Dann lasst uns etwas Hoffnung wiederbringen und hört mit den Schwingen dieser Stimmen, dieses Lied erklingen.
Medica Mundiale kümmert sich um kriegstraumatisierte Frauen und Mädchen. Wir unterstützen diese Frauen und Mädchen in Bosnien, im Kosovo, in Albanien und in Afghanistan. Die Arbeitslosigkeit ist um die 80% im Kosovo. Von Afghanistan will ich gar nicht sprechen. Das ist eine noch viel desolatere Situation. Dort ist natürlich auch die militärische Stabilität noch überhaupt nicht gegeben. Gerade aktuell, jetzt im Mai 2005, erleben wir ja auch wieder sehr, sehr viel Gewalt in Afghanistan. Im Kosovo muss man sagen, dass die wirtschaftliche Perspektive wirklich sehr desaströs ist. Ich muss dieses Wort wählen. In der Region Chakova, wie gesagt, 80% Arbeitslosigkeit. Die medizinische Versorgung ist ein großes Problem. Und von Psychotherapie möchte ich im Kosovo nicht sprechen. Ich empfinde es als zutiefst menschenverachtend und zynisch, dass gerade jetzt über die Abschiebung von kosovarischen Roma-Flüchtlingen und Vertriebenen aus der Bundesrepublik zurück in ihre Perspektivlosigkeit. Darüber gerade aktuell gesprochen wird, wo wir hier in der Bundesrepublik erleben, dass 60 Jahre nach Kriegsende erstmalig wirklich auch an der kollektiven Aufarbeitung dessen gearbeitet wird, was die deutsche Bevölkerung erlebt hat. Und ich sehe es allen Orten aufbrechen, dass alte Menschen jetzt noch vor ihrem Tod beginnen, darüber zu sprechen, was ihnen geschehen ist. Und ich denke, dass gerade die deutsche Bevölkerung versteht, was Krieg, Gewalt, Vertreibung bedeutet. Und deswegen auch es nachvollziehen können müsste, was die Situation der Roma-Flüchtlinge ist. Und es nicht zulassen darf, dass diese Menschen in eine Situation zurückgeschickt werden, wo sie für sich und ihre Kinder keine Sicherheit haben. Die Autoren des Zuwanderungsgesetzes, die haben sich gesagt, es ist sinnvoll, dass diese Menschen, die seit längerer Zeit, konkret heißt das seit über 18 Monaten, mit einer Duldung hier leben und aus nicht selbstverschuldeten Gründen nicht ausreisen können, nur mit einer Duldung hier leben, dass die ein Bleiberecht bekommen, dass die eine Aufenthaltserlaubnis nun bekommen und ihr Status gesichert ist. Das ist eine sehr sinnvolle Sache. Allerdings in der Praxis zeigt sich, es wird sehr, sehr restriktiv ausgelegt und kaum einer kommt in den Genuss einer Aufenthaltserlaubnis. Das liegt unter anderem daran, dass die Länder das Zuwanderungsgesetz unterschiedlich interpretieren. Dass Nordrhein-Westfalen jetzt einen Erlass beschlossen hat, der sagt, dass nur eine ganz bestimmte Gruppe in den Genuss einer Aufenthaltserlaubnis kommen kann, und zwar diejenigen, die aufgrund einer schweren Krankheit nicht ausreisen können. In der Praxis gibt es unglaubliche Anforderungen an diese Menschen. Die müssen vorher schon jahrelang am besten in psychotherapeutischer Behandlung gewesen sein, und zwar kontinuierlich. Wenn wir jetzt feststellen, da ist jemand wirklich so traumatisiert, der hat es nicht mal seinen Familienmitgliedern erzählt und die Großfamilie hat ihn nur beschützt, hat nur aufgepasst, dass oft sind es Frauen, dass die Mutter oder die Schwester, dass da nichts drankommt, dass sie einfach nur in Ruhe gelassen haben, was ja auch richtig sein kann bei so einer Störung. Diese Menschen haben kaum eine Chance, jetzt noch in den Erlass reinzukommen, unter die Begünstigten in diesem Fall zu kommen, weil sie es vorher ja nicht gesagt haben. Ich bin sehr, sehr skeptisch, ob ich will es jetzt für unsere Beratungsstelle nicht sagen, sagen wir für Nordrhein-Westfalen, ob da mehr als 10, 20 tatsächlich Menschen ein Bleiberecht durchbekommen. Es hat ähnliche Teile in Erlassen gegeben zu Flüchtlingen aus Bosnien-Herzegowina, aus dem Kosovo. In der Praxis sie umzusetzen, die Kriterien, die Hürden sind so hoch, mich würde es wundern. Bei den meisten hat sich im Augenblick noch gar nichts verändert, da steht noch keine Entscheidung an oder es wird geprüft. Bei vielen denken wir aber, es müsste sich jetzt schon längst mal was verbessert haben. Wir haben also Fälle, wo ganz klar ist, hier hat ein Gericht, hat eine Behörde gesagt, dieser Mensch ist krank, da besteht ein krankheitsbedingtes Abschiebehindernis. Die Ausländerbehörde müsste das umsetzen, eine Aufenthaltserlaubnis geben, und die tun das nicht. Bei uns ist Therapie bei Menschen mit ungesichertem Aufenthalt erst immer mal Stabilisierung, Stabilisierung. Also wenn Menschen sehr traumatisiert sind, dann kann es denen längerfristig erst besser gehen, meiner Therapie, die basiert auf einer äußeren Stabilisierung und auf dem inneren Gefühl der Sicherheit. So, und das Gefühl, äußere Sicherheit zu haben, ist bei den meisten Flüchtlingen mit einem unsicheren Aufenthalt einfach nicht gegeben. Das kann
immer Zeiten geben in der Therapie, wo Menschen sich stabilisieren können, erstmal wieder Boden unter den Füßen gewinnen, handlungsfähig im Alltag werden. Und dann steht der Gang zum Ausländeramt an, wo sie nicht wissen, was passiert, wie lange wird die Duldung verlängert oder was sagt denn vielleicht der Beamte. Manche sagen einfach, sie müssen sowieso bald gehen. Und schon 4 Wochen vorher fängt es an, dass es den Leuten sehr viel schlechter geht. Manche werden danach richtig krank. Und für uns als Beraterin, als Therapeutin, heißt das dann eigentlich immer wieder, fast von vorne anzufangen. Die Frage ist, ab wann erkenne ich an, dass jemand hierher gehört? Die Frage nach der Bleiberechtsregelung, nach der Bleiberechtskampagne in diesem Kontext, heißt eben auch, und das meine ich damit, wenn ich sage, eine Ökonomisierung der Menschenrechte. Die Ausländerbehörden fragen natürlich auch, wenn wir diese Familie dulden, dann kostet uns das 3.000 Euro jeden Monat. Das müssen wir aus dem Stadtsäckel bezahlen, das Land erstattet uns das nicht. Wenn ich das 10-mal mache, dann habe ich meinen Finanzmenschen aus der Stadt im Nacken und der fragt mich, sag mal, bist du einem im Klammerbeutel gepudert? Das will ich damit sagen. Es entzieht sich das Land und der Bund entziehen sich der Verantwortung, verlagern es auf die Kommune und dann ist das Geld plötzlich ein Argument. Wenn eine Familie Geld kostet, dann ist das mit der Lösung schon nicht mehr so. Und das kann doch wohl nicht richtig sein, dass sozusagen Fragen der Humanität losgelöst werden vom rein ausländerrechtlichen Thema, losgelöst werden von der Beurteilung, was ist ein humanitärer Einzelfall, sondern hin zu der Frage, was kostet uns das? So kann man mit Menschen nicht umgehen. Die Unterstützung für ein Zuwanderungsgesetz kam aus der Mitte der Gesellschaft, von Arbeitgebern bis zu Gewerkschaften, von Kirchen bis zu freien Flüchtlingsinitiativen. Dieses gesellschaftliche Bündnis brauchen wir jetzt wieder. In Mülheim an der Ruhr ist dieses Bündnis für Toleranz bereits seit Jahren Realität. Mehr als 80 Vereine, Verbände und gesellschaftliche Gruppierungen gestalten das Miteinander. Der erklärte politische Wille hierfür ist uneingeschränkt parteiübergreifend. Die Mülheimer Initiative für Toleranz, MIT, mit Kurzform benannt. Wir sind entstanden nach dem Brandanschlag in Solingen im Mai 1993 aufgrund einer Initiative der damaligen Oberbürgermeisterin Eleonore Güllenstern. Es waren bei dieser ersten Zusammenkunft 45 Frauen und Männer aus unserer Stadt, aus insgesamt 29 Vereinen, Verbänden, Kirchen, Parteien, Gewerkschaften anwesend und haben sich auf diese Initiative hin verständigt. Und aus der Arbeit der Initiative entstand dann eine sogenannte Mülheimer Erklärung als eine Plattform, auf der die weitere Arbeit geleistet wird. Dieser Mülheimer Erklärung sind im Laufe der Jahre weitere Vereine und Verbände beigetreten. Es gab diesen Anschlag von New York am 11. September und wenige Tage später begann am Ende September die Woche der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Zu Beginn dieser Woche gibt es jeweils eine interreligiöse Gemeinschaftsveranstaltung und die war so gut besucht, sie war ausgerichtet worden in einer Moschee in Stierum und die Resonanz dort war so überwältigend, sodass man daraus auch einen Rückschluss hat ziehen können. Wir wollen den Muslimen in unserer Stadt auch ein gewisses Maß an Zuwendung zukommen lassen, uns mit ihnen solidarisch zeigen. Es sind ja nicht alles die bösen Menschen, sondern es sind ja auch Mitbürgerinnen und Mitbürger und ihnen Beistand zu geben, war also sicherlich auch Zeichen dieser sehr gut besuchten interreligiösen Auftaktveranstaltung. Der Flüchtlingsrat, die Kirchen, die Flüchtlingsberatungsstellen und das Ausländeramt suchen Lösungen für die Flüchtlinge, die schon so lange in dieser Stadt leben. Man respektiert und akzeptiert einander, nimmt Argumente ernst. Eine human gewachsene Struktur. In Mülheim an der Ruhr ist es so, dass es seit 1997 die lokale ausländerrechtliche Beratungskommission gibt. Im Vorfeld hatten wir verschiedene Fälle in der Presse. Es gab Demonstrationen im Rathaus und man hat sich dann darauf geeinigt, doch eine kleine Gruppe von Interessierten bzw. Menschen mit Know-how auch zu haben, die sich diese Fälle erst einmal vor Augen führen.
Es ist so, dass in den 7 Jahren jetzt der Härtefallkommission es insgesamt 39 Antragsteller gab, also 39 Familien, die einen Antrag gestellt haben. Die Information kommt an die Familien über Multiplikatoren, die wissen, dass es in Mülheim eine Härtefallkommission gibt. Es sind immer Familien gewesen, die quasi kurz vor der Abschiebung standen, wo die aufenthaltsrechtliche Position einfach schwierig war. Also vielleicht sollte man dann ganz weit ausholen in die Vergangenheit rein, wo sich die ersten Flüchtlingsräte hier in Mülheim konstituiert haben. Wir haben damals eigentlich gegeneinander gearbeitet. Wir waren das Feindbild für die karitativen Verbände, sowie die für uns das Feindbild gewesen sind. Es hat sich dann im Laufe der Zeit ein wenig gebessert. Dann kam der politische Wille, eine Härtefallkommission einzurichten in Mülheim an der Ruhr. Auch da haben wir zunächst mal die ganze Sache skeptisch beäugt, so nach dem Motto Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Was wollen die von uns? Letztendlich hat sich aber im Laufe der Zeit, ich würde jetzt sagen so seit 7, 8 Jahren, die Arbeit so weit gefestigt, dass wir auf einer guten Basis sind und wir uns immer treffen, um zu sehen, gibt es uns noch? Ansonsten Problemfälle werden einfach dann hier im Büro erledigt, dass sie also gar nicht bis zur Härtefallkommission kommen. Über die Jahre hinaus, denke ich, haben beide Seiten für sich festgestellt, dass es wichtig und sinnvoll ist im Sinne der Sache, nicht nur konfrontativ miteinander umzugehen, sondern auch auf beiden Seiten, dass eine Dialogbereitschaft erstmal besteht, dass wir einander ernst nehmen und auch die Argumente. Mülheim ist dem Europaprojekt Städte für Menschenrechte beigetreten, als zweite von 3 Städten in Deutschland. Frankreich und Italien sind jeweils mit 2-stelligen Teilnehmerzahlen vertreten. Menschenrechte transparent machen, überwachen und einhalten. Ein modernes, großartiges Projekt. Die Stadt Mülheim an der Ruhr ist der Charta für die Menschenrechte beigetreten. Es ist die 2. deutsche Stadt nach Nürnberg, die sich dieser Initiative angeschlossen hat. Die Verwirklichung der Menschenrechte im Rahmen der UN-Charta ist Ziel dieser Initiative, Städte für die Menschenrechte. Daraus ergeben sich ganz konkrete Umsetzungen, auch für die Praxis. Und das wird Ziel der kommenden Zeit sein, das auch für unsere Stadt zu entwickeln. Knapp 65 Kilometer von Mülheim entfernt gibt es das Kloster der Dominikanerinnen von Bethanien. In der schönen und ruhigen Klosteranlage finden schutzbedürftige Kinder ein sicheres Zuhause und werden intensiv betreut. Hier treffen wir einen weiteren Kämpfer für die Rechte der Flüchtlinge. Mein Name ist Hans-Joachim Schwabe, ich bin 59 Jahre alt, bin ein pensionierter Bankdirektor und mache also seit über 20 Jahren mit meiner Frau Flüchtlingsarbeit. Ich bin momentan im Vorstand des Flüchtlingsrats von Nordrhein-Westfalen. Zu dieser Arbeit bin ich gekommen aufgrund meines kirchlichen Engagements zum einen und natürlich aufgrund der deutschen Geschichte. Gerade ein Land, das die Nazis hervorgebracht hat, ist verpflichtet, geradezu offen zu sein gegenüber Flüchtlingen. Also wütend macht mich in der Situation, dass wir nur noch formal in der Demokratie leben, faktisch jedoch nicht mehr. Es wird zwar abgestimmt in den Parlamenten, aber wenn wir das Grundgesetz zugrunde legen, dann gilt das für Flüchtlinge inzwischen bei uns meiner Ansicht nach überhaupt nicht mehr. Wenn ich über Einzelschicksale mit aufgeschlossenen Leuten spreche, kommt eigentlich immer wieder raus, das kann nicht sein, das kann in unserem Land nicht sein. Es gibt Menschen, die schon seit Jahren, teilweise sogar über 10, 15 Jahre hier leben, die man überhaupt nicht akzeptiert. Das heißt, sie sind teilweise hier geboren, sie haben ihre ganze Lebenszeit als Kind hier verbracht und es interessiert überhaupt niemanden, dass sie eigentlich Deutsche, bitte in Anführungszeichen, sind. Ich möchte erzählen von einer kurdischen Familie. Die beiden Schwestern dieser Familie waren bereits anerkannt. Eine Schwester war verheiratet hier in Deutschland. Und der Vater, die Mutter und die beiden Söhne waren von Abschiebung bedroht. Dann haben sich die Schwestern aus ihrem christlichen Bewusstsein, dass die Menschen Schutz gewähren müssen, haben sich entschieden, dieser Familie hier Schutz zu gewähren. Und haben sie ins Kirchenasyl genommen. Das heißt, sie haben hier im Innersten, das heißt in der Klausur der Schwestern gelebt. Nach 8 Monaten etwa
hat die Polizei mit etwa 50 Kräften das Gelände umstellt, hat die Räume gestürmt und hat die Flüchtlinge mit den Unterstützern und mit den Schwestern aus dem Innersten der Klausur, das heißt aus der Kapelle, herausgeholt. Das ist für mich persönlich ein gravierender Eingriff, den ich mir so überhaupt nicht vorstellen konnte vorher. Im Grunde genommen ist hier die Verhältnismäßigkeit nicht gewahrt gewesen. Ich bin selber von Hause aus Jurist. Ich bin der Auffassung, dass die Bundesrepublik Deutschland ein Rechtsstaat ist. Für zivilen Ungehorsam gibt es aus meiner Sicht keine Veranlassung. Man sollte immer wieder gucken, ob man nicht Möglichkeiten im Rahmen des Rechtes findet. Kirchenasyl als Rechtsinstitut gibt es nicht. Es ist ja nicht so, dass im Bereich von Kirche ein anderes Recht gelten würde als hier beispielsweise bei uns hier auf der Straße. Es gibt nur eine Rechtsordnung, die gilt für alle. Aber ich habe großen Respekt vor Menschen, die sich aus Gewissensgründen für ganz bestimmte Menschen in Not einsetzen. Das hat meinen großen Respekt und in vielen Fällen habe ich helfen können. Ich habe den Eindruck, dass in den letzten Monaten eher eine Zurückhaltung eingekehrt ist, dass es also Menschen gibt, die fragen, ob dieses Instrument letztlich hilfreich ist. Aber Belege gibt es genauso, dass geholfen werden konnte, dass Abschiebungen verhindert werden konnten, damit also auch ein Rechtsverfahren neu in Gang gebracht wurde, sodass auch Erfolge, soweit man das bescheiden sagen darf, erkennbar sind. Und das wiederum macht Mut, dieses sozusagen letzte Mittel dann doch weiter im Blick zu behalten, auch wenn es eben kein in dem Sinne rechtliches Mittel ist. Kirchenasyl ist eine Form, die ich als Mittel nicht befürworte, die wirklich langfristig Verbesserungen bringt, aber sie ist ein Mittel, um Politik aufzurütteln. Ich halte unglaublich viel, bin selber aktiv über Jahre jetzt gewesen in den Initiativen Asyl in der Kirche. Ich will nur sagen, das wäre ja sozusagen eine Art Kapitulation der Politik, wenn ich jetzt sagen würde, wir haben es zwar anders gedacht und anders gemeint mit dem Zuwanderungsgesetz, aber da können wir jetzt nichts mehr dran ändern und jetzt setze ich als Politikerin wieder auf die zivilen Initiativen, die es in diesem Bereich immer gegeben hat und wahrscheinlich auch immer geben muss. Unser Netzwerk existiert seit 1993. 1993 hat es ja die Asylrechtsverschärfung gegeben. Viele Dinge sind ja wirklich aufgehoben worden. Oft ist ja nur noch nach dem Reiseweg gefragt worden, als die Flüchtlinge zu uns kamen und nicht mehr wirklich nach ihren Flüchtlingsschicksalen, die sie hier hingebracht haben. Und das ist eine Situation gewesen, mit der sich die Gemeinden konfrontiert gesehen haben vor Ort. Und wo wir als Gemeinden gesagt haben, wir wollen, dass sich das politisch nochmal ändert. Dass das Grundrecht auf Asyl wieder eingeführt wird in seinem umfassenden Schutz für Flüchtlinge und für die Menschen, die hier leben. Und haben auch dann das Kirchenasyl als politische Aktion auch immer verstanden. Also die Motivation der Gemeinden ist erst einmal gewesen, tatsächlich Schutz zu gewähren. Unabhängig davon, wie vielleicht die öffentliche Presse oder auch die Ausländerbehörde oder andere Politiker vor Ort die Situation einschätzen. Die Gemeinde hat sich das Recht genommen zu sagen, diesen Flüchtling schützen wir oder diese Familie wollen wir in unseren Kirchenräumen tatsächlich schützen. Und haben das dann auch öffentlich vertreten gegenüber der Ausländerbehörde, die auch in der Regel immer recht frühzeitig dann informiert wurde. Und auch gegenüber der Presse und der Öffentlichkeit. Wir finden, dass die Situation der illegalisierten Menschen hier bei uns auch gemacht ist von den Politikern und wir das auch nicht wollen. Und deshalb unterstützen wir sie auch. Wir haben es damals im Wanderkirchenasyl schon gemacht hier in Nordrhein-Westfalen mit 120 Gemeinden, die ja auch alle möglichen Gemeinden damals gewesen sind, wirklich katholisch, methodistisch, freikirchlich, evangelisch, eine große Solidarität ist es damals gewesen, um die 480 kurdischen Flüchtlinge über einen so langen Zeitraum, mit 3 Jahren, ja zu unterstützen. Aus christlicher Sicht ist uns jeder Mensch wichtig. Die Menschenrechte sind für uns unteilbar. Das heißt, wir fordern das auch für alle Menschen, die zu uns kommen, dass sie wie Menschen behandelt werden. Und deshalb haben wir uns schon immer auch in unserem Netzwerk gegen die Abschiebung gewehrt, die wirklich inhuman sind, wieder in Länder zurück, in denen die Flüchtlinge nicht leben können.
jetzt die Abschiebung der Bürgerkriegsflüchtlinge in das ehemalige Jugoslawien und in die ganzen Kriegsgebiete wieder zurück, ist auch unerträglich, wie viele da ins Nichts abgeschoben werden. Und die Art und Weise, wie die Abschiebung auch hier in unserem Lande vollzogen wird, sind unmöglich. Wir haben uns immer gegen Abschiebehaftanstalten gewehrt und haben es leider nicht erreicht, bis heute noch nicht, dass sie abgeschafft worden sind. Und das ist eine unserer ersten Forderungen, dass Flüchtlinge hier erstmal ankommen können, dass sie zur Ruhe kommen, dass sie ihre Schicksale erzählen können, dass sie in Ruhe gelassen werden. Und wenn sie keine Perspektive haben, in ihren Ländern hier bleiben dürfen, nicht in Abschiebehaft genommen werden, nicht außer Landes geführt werden mit Gewalt, nicht die Familien auseinandergerissen werden. Now is the time for your friendship to end.